Ich bin Tiziana, ich bin 35 Jahre alt. Ich habe Biologie studiert und bin seit 2012 für die NCL-Stiftung tätig und war davor in Hamburg und bin jetzt in meiner alten Heimat München. Meine Aufgaben bei der NCL-Stiftung sind vor allem das Fundraising und die Aufklärungsarbeit, allgemein in Deutschland und natürlich auch weltweit, aber zurzeit im Speziellen auf der Region Süddeutschland. Die NCL-Stiftung finanziert sich ausschließlich über Spendengelder und deswegen ist das Fundraising ein großer Teil unserer Arbeit. Das bedeutet einfach das Sammeln von Spendengeldern. Sowohl unsere Aufklärungsarbeit als auch die Forschungsprojekte finanzieren wir ausschließlich über Spendengelder. Und um die Spenden zu bekommen, gibt es verschiedene Aktionen. Wir haben zum Beispiel eine Benefizkunstauktion, die wir einmal im Jahr ausrichten und Kunstwerke versteigern. Wir haben das große Glück, dass wir den Schirmherr Jan-Josef Liefers haben, der ein sehr erfolgreiches Benefiz-Golf-Turnier zusammen mit Werner Schulze-Erdl initiiert. Und wir haben natürlich auch Firmen, die uns unterstützen, aber auch private Unterstützer, die dann zum Beispiel auf Geburtstagsgeschenke verzichten und sagen, das möchten wir lieber spenden, das Geld. Also es ist ganz vielschichtig, wie wir da unterstützt werden, aber es ist für uns natürlich enorm wichtig, weil nur so ist die Arbeit möglich. Im Kontakt mit den betroffenen Familien fällt mir immer am meisten auf oder nehme ich auch am meisten mit, dass da wahnsinnig viel Liebe, Energie und Lebensfreude herrscht. Also es ist wirklich beeindruckend, wie sehr die Familien für ihre Kinder kämpfen, aber auch macht es ganz, ganz oft traurig, welche Hürden sie haben, wie sie den Weg meistern mussten, bis sie zur Diagnose gekommen sind. Und trotzdem diese Lebensfreude und auch ja, diesen Optimismus nicht zu verlieren, da ziehe ich ganz, ganz oft den Hut vor den Familien. Ich kann nur allen Betroffenen sagen, dass ich tief beeindruckt bin von ihnen und ich kann ihnen versprechen, dass ich seit 11 Jahren und auch weiterhin alles dafür tun werde, dass wir gemeinsam diese ganz, ganz schreckliche Krankheit heilen können.